Die britische Regierung hat entschieden, der iranisch-britischen Staatsbürgerin Nazani Zakari Radcliffe diplomatischen Schutz zu gewähren. Zakari Radcliffe sitzt seit September 2016 in Teheran im Gefängnis, weil sie sich 2009 an Demonstrationen zum Sturz des Regimes im Iran beteiligt haben soll. Sie bestreitet die Vorwürfe. I haven't taken this decision lightly. Diese Entscheidung war nicht leicht. Die Tatsache, dass Nazanin kein ordentliches Gerichtsverfahren bekommen hat, dazu die unzureichende medizinische Behandlung, das ist für mich absolut inakzeptabel. Es ist ein wichtiger Schritt, um Teheran klarzumachen, dass sein Verhalten falsch ist. Ihr Mann Richard Radcliffe ist glücklich über diese Entscheidung. Er macht sich Sorgen um den Gesundheitszustand seiner Frau. In der Praxis hat die britische Regierung das Recht, eine ärztliche Betreuung einzufordern, denn es muss möglich sein, dass wir wissen, wie es ihr geht. So etwas kann auch der Beginn von neuen Verhandlungen sein. Ich denke, dass das eine deutliche Ankündigung war. Jetzt warten wir ab, wie die iranischen Behörden reagieren, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Währenddessen hat der iranische Botschafter die Entscheidung als illegal bezeichnet, da Teheran die britische Staatsbürgerschaft von Nazanin nicht anerkennt. Ein Ende der Spannungen ist also noch nicht abzusehen.